Simmern im Hunsrück, Friedrichstraße 2. Am Arm ihrer Tochter, Witwe Martha Hansmann, 58 Jahre alt, pensioniert, schwer herzkrank. Guckst du mal im Briefkasten? Ach, hoffentlich nicht wieder solchen Brief wie damals. Da habe ich doch vor 3 Wochen so an zwei Preisrätseln teilgenommen. Die Fragen waren ganz besonders einfach. Einfach kinderleicht. Und ich habe 2-mal gewonnen. Jedes Mal einen Gutschein über 20 Mark. Und bei dem Gutschein, da waren auch so Prospekte bei. Süddeutsche Qualitätsware. Für Bettwäsche. Nun, da habe ich mir den Prospekt mal so ein bisschen näher angesehen. Und da stelle ich fest, da ist ja gar kein Wäschestück unter 59 Mark drin. Und da habe ich mal die Prospekte verglichen. Das waren ja zwei Prospekte, die ich insgesamt jetzt hatte. Und da waren alle Prospekte, ein Prospekt glich dem anderen wie ein Ei. Und das Gleiche war, die hatten die gleichen Gutscheine und die gleichen Mitteilungen an den glücklichen Gewinner. Und die Bestellkarten, das war alles ganz genau. Nur die Farbe von dem Gutschein über 20 Mark, die war anders. Witwe Hansmann steht nicht allein mit ihrer trüben Erfahrung. Seit Jahren befördert die Deutsche Bundespost die Bedingungen zu solchen und ähnlichen Preisausschreiben. Zwischen Flensburg und Mittenwald, zwischen Aachen und Kassel, millionenfach. Hunderttausende lösen die simplen Fragen und werden prompt glückliche Gewinner. Zehntausende glauben fest an diesen Gewinn. Sie bestellen Bettwäsche anhand des zugeschickten Kataloges. Aber für 20 Mark gibt es nichts zu kaufen. Das billigste Wäschepaket ist angeboten mit 59 Mark. Abzüglich Gewinngutscheinen über 20 Mark bleiben nur noch 39 Mark zu zahlen. Realer Wert dieser Wäschepakete etwa 40 Mark, wenn überhaupt. Also kein Gewinn für den Besteller, sondern für die Veranstalter der Preisausschreiben. Greifen wir einen Veranstalter heraus, Franz Wiegand, der größte Trickhändler auf diesem Gebiet. Mit diesem Katalog begann er die raffinierte Jagd auf Westdeutschlands Haushaltungen. Das war vor mehr als 5 Jahren und in kleinem Rahmen. Gutgläubigkeit, der bundesweite Drang zum Sparen und die Gier nach Gewinnen in der allgemeinen Flut der Preisausschreiben ließen speziell eine Bettwäscheaktion auf die andere folgen, immer schneller, immer größere. Inzwischen änderten sich zwar die Adressen der Veranstalter, aber letztlich arbeiteten alle nur für einen Mann, Franz Wiegand. Er war und ist der Kopf der Unternehmungen. Sein Sitz? Rentchen, Kleingemeinde an der Bundesstraße 3, 14 Kilometer nördlich von Offenburg. Nur etwa 2 Dutzend Arme schaffen für den 40-jährigen Franz Wiegand, aber sie sammelten ein beträchtliches Vermögen an. Unter den Einwohnern von Rentchen gilt Wiegand als der zweitbeste Steuerzahler. Geschätzter Umsatz mindestens 4 Millionen Mark jährlich. Er verfeinerte die Idee der Wäschepreisausschreiben in einer Baracke, ehe er dieses attraktive Gebäude mit Hilfe der Bundeswehr hochzog. Oberkirch, 10 Kilometer von Rentchen entfernt. Hier wurden die ersten Gutscheine gedruckt. Die Hauptgewinne, Volkswagen und Parisreise, wurden ohne Notar ausgelost. Ein Brauch, der sich bis jetzt erhalten hat. Am Steuer dieses Wagens sitzt Hans Griesmeier, 28 Jahre alt, früher Volkswirtschaftsstudent, jetzt Besitzer der Druckerei, die er von seinem Vater geerbt hat. Auf unsere Bitte hin erklärte sich Hans Griesmeier sofort bereit, über seine Erlebnisse mit Franz Wiegand vor der Kamera zu sprechen. Ja, Herr Griesmeier, wir haben am Telefon schon miteinander gesprochen. Ja. Ich habe Ihnen gesagt, ein paar Fragen an Sie. Sie haben für die Firma Wiegand gearbeitet. Ja, das Wann war das? War im Jahr 1960, als ich für Herrn Wiegand begann zu drucken. Und wie viel haben Sie am Anfang gedruckt für die Preisausschreiben? Am Anfang waren die Auflagen für die Preisausschreiben geringer. Es waren 10.000, stieg dann auf 20.000, 30.000, 50.000, auch mal 300.000. Und was war das höchste an Auflage? Es war so etwa 2 Millionen. Herr Griesmeier, wie viel haben Sie sich dann beteiligt an einem Preisausschreiben mit 2 Millionen Auflage?
Da haben sich ungefähr 14% beteiligt, das wären so 220.000 Stück. Und wie viele Gutscheine, Gewinne haben Sie dann drucken müssen? Wir haben ebenso viele Gutscheine gedruckt, also 220.000 Stück. Sind diese Preisausschreiben immer auf den Namen Wiegand gelaufen? Nein, eigentlich nie. Wir haben immer für andere Leute gedruckt. Es waren immer andere Namen. Wie viel insgesamt etwa? So ungefähr 8 Namen. 8 Namen. Haben Sie mit diesen Veranstaltern der Preisausschreiben verhandelt? Haben diese Veranstalter Sie bezahlt? Nein, die Verhandlungen wurden immer mit Herrn Wiegand geführt und auch die Bezahlung erfolgte von Herrn Wiegand. Und was hatte man zu tun, wenn man ein solches Preisausschreiben veranstaltete? Die sogenannten Strohmänner hatten lediglich ein Postfach zu mieten und die Postvollmacht an Frau Wiegand abzutreten. Sonst keine Arbeit? Sonst war dabei für diese Leute nichts zu tun. Strohmänner mieteten für ein angebliches Honorar von 5.000 Mark pro Aktion auf ihren Namen in verschiedenen Städten Postfächer. Letzte Adresse Karlsruhe, gemietet von Frau Henninger. Ihr Mann ist Schalterbeamter bei der Bundespost in Karlsruhe. In dieses Haus in Freiburg flattern seit einiger Zeit Gerichtstermine, Akten, einstweilige Verfügungen, Betrugsanzeigen. In Zusammenarbeit mit der Frankfurter Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs hat der Einzelhandelsverband Südbaden einen Zivilprozess gegen Franz Wiegand eröffnen lassen. Geschäftsführer dieses Verbandes ist Diplomkaufmann Weber. Machen wir das in der Fenster zu. Lärm. Herr Mitzinger wollte noch gleich kommen. Vielleicht können wir aber inzwischen mal kurz anfangen. Dumme Frage. Seit wann beschäftigen Sie sich mit diesem Preisausschreiben beim Einzelhandelsverband Baden? 5 Jahre etwa. Und warum ausgerechnet der badische Verband? Einmal wohnen die ganzen Bettwäschepreisausschreiber in unserem Gebiet und zum anderen werden wir auch von unseren Bruderverbänden in der ganzen Bundesrepublik durch die Wettbewerbszentrale und auch sonstige Institute auf Bundesebene angegangen, um Hilfe bzw. mit der Bitte, hier tätig zu werden. Aber in den 5 Jahren haben Sie noch nicht viel Hilfe geben können, Herr Weber. Ist die Justiz zu weitmaschig oder warum? Ja, wir müssen gegen jeden Bettwäschepreisausschreiber getrennt vorgehen. Zivilrechtlich, strafrechtlich muss die Staatsanwaltschaft ermitteln. Alles braucht seine Zeit, selbstverständlich, zumal ja die einzelnen Strohmänner oder Zeugen auf der Gegenseite für uns nicht unbedingt gern und viel aussagen. Herr Weber, eine andere Frage. Diese Bettwäsche, die verschickt wird, ist die ihr Geld wert, das Geld, das Wiegand fordert? Ja, ich bin kein Textilfachmann. Ja, bitte. Ah, da kommt der Herr Mitzinger. Herr Mitzinger kann Ihnen hier drauf ein bisschen die direkte Antwort geben. Tag, Herr Mitzinger. Herr Mitzinger, bevor Sie schon sitzen, gleich die Frage. Ist das Wäschepaket, das Wiegand verschickt, sein Geld wert? Nein, also nach meiner Ansicht nicht. Auch nicht, wenn die 20 Mark abgezogen werden, die man angeblich gewonnen hat? Nein, auch nicht. Wie hoch ist etwa die Verdienstspanne? Die Verdienstspanne liegt zwischen 95% und 110% nach Abzug des Gutscheins. Also etwa 90-95% im Schnitt. Ja. Herr Mitzinger, Sie haben Preisausschreiben veranstaltet für Wiegand. Ja. Wie viele? Ich habe insgesamt im Jahre 62 6 Aktionen gestartet. 6 Aktionen. Herr Mitzinger, Sie haben Einblick gehabt in den Betrieb von Wiegand. Ja. Haben Sie in der Zentrale gesessen? Ja. Ist da irgendetwas Besonderes manipuliert worden? Hat jeder zum Beispiel, der eingesendet hat, auch gleichzeitig einen Katalog gekriegt und einen Gutschein? Nein, also die Sache ging folgendermaßen vor sich. Nach Einsendung der Lösungskarten wurden die Karten sortiert. Und da musste der Teilnehmer des Preisausschreibens musste aus statistischen Gründen Alter und Beruf angeben. Sind da welche aussortiert worden? Jawohl. Und nach welchen Gesichtspunkten? Zunächst, wenn Personen unter 17 Jahren und über 60 Jahren, hat man aussortiert, weil man denen ja nichts verkaufen kann. Mhm. Und dann Polizeibeamten, Verwaltungsangestellten und Behördenangestellten, weil man da mit einer eventuellen Anzeige wegen unlauteren Wettbewerbs hätte rechnen müssen. Sind Anzeigen gekommen, sind Beschwerden gekommen? Oh ja, sehr viele. Und wie sind die behandelt worden? Also, zunächst war die Sache so, die Post
wurde von der Frau Wiegand sortiert. Die Frau Wiegand hat dann in der Sortierung zunächst die Einschreibebriefe berücksichtigt. Die Leute, die ohne Einschreiben ihren Gutschein geltend gemacht haben, die fielen alle in den Papierkorb. Studienrat Urban aus Kaufbeuren verlangte per Einschreiben nur den Gegenwert eines 30-Mark-Gutscheins und bekam die Wäsche. Auch an diese Adresse wurde Wäsche genau im Gegenwert des Gutscheins ausgeliefert. Den Grund notierte Frau Wiegand auf die nicht eingeschriebene Karte. Der Absender ist Polizeibeamter. Es konnte natürlich auch sein, dass ein Teilnehmer ohne Einschreiben geschrieben hat und hat gedroht, weitere Schritte zu unternehmen, sagen wir mal eine Anzeige beim Einzelhandelsverband oder sonst irgendwie, oder dass tatsächlich mal ein Polizeibeamter darunter war, woran man schon an der Adresse gesehen hat, dass es ein Polizeibeamter ist. Diese Leute wurden dann beliefert. Drohungen mit gerichtlichen Schritten kamen immer häufiger. Viele erkennen den Trick mit den Preisausschreiben für Bettwäsche, aber viele bestellen weiter, schicken Gutscheine ein, viele bedanken sich sogar schriftlich, darunter die Frau eines hohen Richters in Darmstadt. Drohungen nimmt Franz Wiegand ernst. Gegner schaden dem Geschäft. Frau Wiegand notierte auf diese Briefe wütender Kunden, die mögliche Prozesse andeuteten. 30 Mark. 20 Mark gut bedienen. 30 Mark sofort. Erster Grundsatz im Wiegandschen Unternehmen: Die Polizei muss möglichst draußen bleiben. Einmal hat Wiegand versucht, einen Katalog herauszugeben und sich ein reinrassiges Versandgeschäft, wie er es nennt, aufzubauen. Glauben Sie, dass dieses Versandgeschäft überwiegend sein Geld einbringt oder sind es die Preisausschreiben? Überwiegend sind es die Preisausschreiben. Von dem Katalog, von dem Sie sprechen, das war 1963 der Fall. Ich habe ihn gestaltet und er hat mir auch versprochen, auf dieser Basis sein Geschäft nach Fertigstellung des Katalogs zu betreiben. Er hat mir da weiter versprochen, keine Preisausschreiben mehr zu machen. Ich bin darauf eingegangen und als dann der Katalog fertig war, dann gingen die Preisausschreiben wieder los. Ich habe in dem großen Katalog habe ich die Kalkulation gemacht. Ich wusste dann der Einkaufspreis der Ware. Und, worin unterschied sich dieser Katalog von den herkömmlichen Katalogen? Ja, die Preise sind gegenüber dem Preisausschreibenkatalog um den Wert des Gutscheins billiger gewesen. Also um 20 bis 30 Mark. Ja. Und es handelt sich dann um genau die gleiche Ware. Ja. Darf ich dazu sagen, vor Gericht wurde ausgesagt, dass der neue Katalog, von dem gerade die Rede war, nicht mehr verwendet würde. Dieser Katalog zeigte zu sehr die Wiegand-Praxis. Beispiel Wäschegarnitur Hanne im Preisausschreiben 169 Mark, ohne Gutschein im geplanten Versandgeschäft 109 Mark. Ganz klar zu erkennen, dass in die Preise des alten Katalogs die jeweiligen 20 Mark Gewinne einkalkuliert worden waren. Verständlich auch, dass der neue Katalog nicht ausgeliefert wurde. Franz Wiegand kann jedem Gewinner einen 20 Mark Rabatt per Gutschein einräumen. Die Massenbestellungen ermöglichen ihm niedrigste Einkaufspreise, hier neben den Katalogpreisen. 40 Mark Unterschied, 41 Mark Unterschied, wieder 41 Mark Unterschied. Wucher, Betrug, gehört Wiegand hinter Gitter? Die Polizei in Rentchen konnte wenig recherchieren. Zudem, einem Beamten streckte Wiegand Geld für einen Wagen vor. Ein zweiter ist inzwischen Mieter von Wiegand. Eine anstehende Hauptverhandlung vermochten Wiegands Anwälte bislang aufzuschieben. Aber gehen wir zurück nach Rentchen. Nicht zur Wiegandschen Villa mit Swimmingpool, sondern zum Wäscheversand Franz Wiegand gleich vor dem Ortseingang von Offenburg her an der Bundesstraße 3. Meine Damen und Herren, noch bevor ein Meter dieses Films gedreht war, habe ich mit Franz Wiegand am Telefon gesprochen. Ich habe ihm angeboten, in einem Gespräch vor der Kamera zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden, Stellung zu nehmen. Herr Wiegand bat um 48 Stunden Bedenkzeit. Nach dieser Zeit erklärte er sich grundsätzlich zu einem solchen Gespräch bereit. Allerdings, so forderte er, müssten die Fragen ihm vorher mitgeteilt werden. Wir haben Herrn Wiegand wissen lassen, dass es nicht unseren Gepflogenheiten entspricht, die Fragen vorher zu fixieren und dass nach unserer Meinung das Gespräch dadurch völlig entwertet werden würde.
Es kam zu weiteren Telefongesprächen zwischen Herrn Wiegand, unserer Redaktion, seiner Sekretärin und mir. Und schließlich zu meinem Besuch in diesem Haus, das Sie dort drüben sehen, im Büro der Firma Wiegand. Ich bin höflich empfangen worden von Herrn Wiegand und seiner Frau. Ich bin bewirtet worden mit Zigaretten, Cognac und einer Limonade. Aber zu einem Gespräch vor der Kamera war Herr Wiegand nicht mehr bereit. Seine Gründe? Einmal, so glaubte er, werde der Bericht so geschnitten werden, dass er, Wiegand, am Schluss als ein großer Gauner präsentiert werden würde. Zum anderen werde alles, was er aussage, gegen sich selbst gerichtet sein, gegen sich selbst im Zusammenhang mit den anderen Aussagen in diesem Bericht. Im Übrigen, so sagte er, wolle er nicht mit einem Mann am Bildschirm erscheinen, der nach seiner Meinung ein Gauner, ein Ganove sei und der nur ein Ziel habe, ihn, Wiegand, zu vernichten. Gemeint war Herr Metzinger. Ich habe versucht, Herrn Wiegand umzustimmen, aber da war nichts zu machen. Er blieb bei seinem Nein. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte er mir, dass er der lauteste und offenste Charakter sei, den man sich nur denken könne. Ich werde, so meinte er, kaum Gelegenheit haben, einen so offenherzigen Menschen noch einmal zu treffen wie ihn. Auf meine Frage, ob er seine Geschäfte nicht zumindest für ein bisschen bedenklich halte, im juristischen und moralischen Sinne, sagte Herr Wiegand, nein, alles sei so korrekt, wie es nur korrekt sein könne. Wir haben auch versucht, Frau Wiegand, die eine wesentliche Rolle bei all diesen Aktionen spielt, vor die Kamera zu bekommen. Vor die Kamera in Karlsruhe, wo sie die Bestellkarten auf das letzte Preisausschreiben, das sie nicht unter ihrem Namen veranstaltet hat, abholen wollte. Aber merkwürdigerweise war Frau Wiegand nie dann da, wenn wir sie filmen wollten. Herr Wiegand hatte in dem Gespräch, das ich mit ihm führte, auch dafür eine Erklärung. Ich habe meine Ohren überall. Franz Wiegand hält also seine Preisausschreiben für korrekt in jedem Sinne. Und die Staatsanwaltschaft? Wir sind von Rennchen nach Karlsruhe gefahren, um die Ansicht des zuständigen Staatsanwalts zu hören. Generalstaatsanwalt Woll entschied allerdings, die Stimme des zuständigen Staatsanwalts können Sie aufnehmen. Das Gesicht dürfen Sie allerdings nicht zeigen, denn Staatsanwälte nehmen an Hausdurchsuchungen teil. Und sie könnten nach diesem Film bei ähnlichen Aktionen wiedererkannt werden und das wiederum könnte zu Ärger Anlass geben. Wir haben uns damit einverstanden erklärt, denn uns interessiert weniger das Gesicht des Staatsanwalts als vielmehr die Ansicht der bundesdeutschen Justiz zu solchen Preisausschreiben. Und wie diese Ansicht ist, bitte, hier ist der Film, den wir in der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gedreht haben. Derartige Preisausschreiben, bei denen praktisch jedem Einsender einer richtigen Lösung zusammen mit einem Warenkatalog ein Einkaufsgutschein als Gewinn zugeschickt wird, verstoßen gegen § 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Es wird einmal wahrheitswidrig behauptet, der Empfänger des Gutscheins habe einen Gewinn davongetragen, das heißt, er sei ein unter vielen Bewerbern Begünstigter. Zum anderen sind die Katalogpreise um den durchschnittlichen Wert der Gutscheine überhöht. Darin liegt zugleich ein strafbarer Verstoß gegen das Rabattgesetz. Schließlich ist ein strafbarer Verstoß gegen die Zugabeverordnung gegeben, soweit bei Abnahme mehrerer Katalogangebote nicht unerhebliche Gratislieferungen angeboten werden. Und welche Strafen sehen diese Gesetze vor? Nach § 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb können Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr und außerdem Geldstrafen bis zu 10.000 D-Mark, bei Gewinnzucht sogar bis zu 100.000 D-Mark verhängt werden. Daneben kann nach § 23 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb die öffentliche Bekanntmachung des Urteils angeordnet werden. Rabattgesetz und Zugabeverordnung sehen grundsätzlich nur Geldstrafen vor. Diese Preisausschreiben verstoßen also gegen bestehende Gesetze. Strafen sind vorgesehen. Warum dauern dann diese Verfahren so lange? Ich möchte betonen, dass jedenfalls bei unserer Behörde derartige Ermittlungsverfahren nicht länger dauern, als es die Sache erfordert. Regelmäßig sind sie in 3 bis 4 Monaten abgeschlossen. Auf die Dauer des gerichtlichen Verfahrens hat die Staatsanwaltschaft nur mittelbaren Einfluss. Leider ist es nun so, dass derartige Vergehen viel zu wenig und viel zu spät angezeigt werden. Kaum ein Empfänger einer Aufforderung zur Teilnahme
An einem derartigen Preisausschreiben wendet sich an die Strafverfolgungsbehörden. Das geschieht in aller Regel erst dann, wenn sich ein Teilnehmer auf irgendeine Weise geschädigt fühlt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Abwicklung des Preisausschreibens natürlich längst abgeschlossen. Hinzu kommt, dass sich die meisten Anzeiger an ihre örtlichen Polizeibehörden wenden, die häufig zunächst auf eigene Faust ermitteln, sodass der Vorgang zuweilen erst nach einer weiteren Verzögerung von mehreren Monaten hier eingeht.